Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ne? Ich stelle mal auf 2019 zurück. Da war es noch schön. Oh, schön. Jetzt hat er an der Uhr gedreht. Jetzt hat er an der Uhr gedreht. Ist ja 2019, Lutz. Es ist alles wieder wie früher. So. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Ich sitze aber. Darf ich mal an der Kamera drehen? Ja, ist doch aber gut. Also, jetzt. Bist du gut? Was jetzt aber rumgefummelt, wie sieht ja, der Welt aus? Ich war ja, wenn ich mich, da wäre ich ja oben schon der, durch die Decke gegangen. Der. Seit wann schreibt man der mit drei Matze der? Und Lutze, der kann es heute nicht mehr. Hat er vergessen, weil, ja, wir haben eine Glaubensfrage immer. Du trinkst keinen Alkohol mehr. Wie ist denn das jetzt? Der Tag 24. Tag 24 heute, Prost. Also haben wir auch schon, sehr. Seit drei Wochen stehen wir trocken. Und das bei den ganzen Themen, die es in der Welt gibt, ja. Da kann man eigentlich gar nicht verstehen, dass man das noch ohne Suff aushält. Nee, das kann ich auch nicht wirklich, muss ich sagen. Ich habe also tatsächlich dieses Thema C treibt dann langsam die Schädeldecke hoch. Ich habe so immer Schnappatmung jeden Tag aufs Neue, muss ich mal zugeben. Also ich habe, bei mir ist Oberkante, Unterlippe. Ich muss übrigens mal zugeben, muss ich mal so sagen, dass hier wirklich vor dem Problem stehen, ob wir das Ding nicht stilllegen, hier den Kanal, bis diese ganze Geschichte wieder vorbei ist. Weil ehrlich gesagt, es gibt keine Themen mehr so richtig. Es gibt keine Veranstaltung, man trifft kaum noch Leute. Und mir geht diese ganze Schmus hier auf den Senkel. Du weißt ja nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und wir brauchen auch gar nicht so tun, als ob das, was da oben entschieden wird, irgendeinen Sinn und Verstand macht. Darüber brauchen wir nicht mehr reden. Also wie gesagt, ich bin eigentlich nahe dran zu sagen, okay, wir setzen diese ganze Geschichte hier aus, bis wir das alles ausgesessen haben und die Welt wieder normal tickt. Falls du das überhaupt jemals wieder machen sollte, so sicher bin ich mir da nämlich nicht mehr. Wenn das eine ist, dann hast du Heizkosten, hast du Stromkosten, hast du Inflation, hast du Europa. Das nervt. Wir haben ja tapfer durchgehalten 2 Jahre lang. Ja, ne? Mit nichts. Ja. Und wir haben zu dem Thema ziemlich positiv gestanden. Mittlerweile stehe ich da überhaupt nicht mehr positiv dazu. Aber das ist nicht, weil ich... Das muss man nicht mal erklären, weil der totale Irrsinn ist, der hier abgeht mittlerweile. Lange Rede, kurzer Sinn. Borgwalde gab es einen Stich. Die haben einen Stich. Die haben einen Stich, einen Spatenstich. Ein Spatenstich? Spatenstich für das neue Bürgerzentrum. Mhm. 1000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche für 3,6 Millionen. Da ist eine Kita drin, Bürgerzentrum und. Und ist noch ein bisschen gefördert worden über das LIDA-Programm. Der Herr Bürgermeister Eska freut sich, dass es endlich losgeht. Schade, muss ich hier an der Stelle sagen, liebe Nachbargemeinde, dass keiner Bescheid gesagt hat, dass dort mal so ein Spatenstich stattfindet. Das wäre mal eine Chance gewesen, draußen was aufzunehmen. Oder? Ja. Ja, aber wie oft soll man noch sagen, schickt uns eure Themen, die ihr habt. Wenn nichts kommt, dann steht auch wirklich die Frage nach dem, warum machen wir das eigentlich noch? Ja, eine Stehzeile, aber 3,6 Millionen Euro, ob die dabei bleiben, ist ja noch eine andere Frage. Das ist ja ziemlich wenig, hört sich das an. Es ist genau wie im Borgheide, da soll ja eine Schule irgendwann mal kommen. Also über 30 Jahre nach der Wende gibt es hier immer noch keine richtige Schule und Turnhalle. Ich glaube, wenn wir nochmal 30 Jahre warten, werden wahrscheinlich die Pläne dann endlich fertig sein. Dann kostet die nicht, wie jetzt glaube geplant, in Summe alles zusammen 20 Millionen, dann wird es wohl 80 Millionen kosten. Also... Ich weiß nicht, es ist ein Armutszeugnis für diesen Staat am Ende, muss ich sagen. Ja. Auch fürs Land, die sich hier nicht perspektivisch um den Zuwachs kümmern, der in den Gemeinden, da kann nicht mal die Gemeinderat für, sondern das ist auch ein Landesthema. Es wurden ja auch über Jahre die Statistiken ein bisschen runtergedrückt zu dem Thema, wie viele Leute wohnen hier und wie ist die Perspektive auf dem Land. Da haben sie natürlich vollkommen... Man sagt das Wort nicht verkackt, sagt man eigentlich. Ne? Aber ja, ich habe vor 3 Jahren schon gesagt, dass die Kinder, die in der Schule sind, die neue Schule nicht erleben werden. Und die, die jetzt drin sind, auch nicht. Aber ich glaube, das werde sogar nicht mehr ich erleben, in meinem ganzen Leben nicht. Ich wollte ja mal in der neuen Turnhalle mal ein bisschen Fußball spielen, aber ich glaube, das können wir auch nicht. Also das sehe ich nicht. Ich will ja nicht die Gemeinde dafür verantwortlich machen. Nee, gar nicht. Nee. Und wenn ich mir das so angucke, ja, dann sollten wir mal nicht gegen China hetzen, sondern mit denen mal reden. Die würden uns hier nämlich in 2 Monaten so ein Ding hinstellen. Wir Deutschen schaffen das ja nicht. Zwei Schulen. Der Borgwalde kriegt dann Untergleiche mit. Ja, so muss man das mal sehen. Ach ja. So, und dann geht es ja gleich weiter mit dem Mecker. Das gibt nämlich keine Rettungsschwimmer mehr. Ja, was natürlich auch eine Folge ist von... Kannst kein Training mehr, kannst kaum noch irgendwo rein. Wenn du irgendwo rein willst, sind meine beiden von zu Hause auch am Freitag dann reingefallen. Wart ihr seid nicht geboostert, zack, erstmal raus zum Test. Dann mussten sie sich wieder das Ding in die Nase rammen lassen.
Das macht es alles nicht einfacher. Trotzdem werden Waldbadsrot-Rettung schon mal nach wie vor. Und ihr könnt euch, wenn ihr Rettung schon mal werden wollt, bitte bei der Heidi Goldmann von uns im Waldbadvorstand melden unter der 0176 7388 6779. Und sie informiert euch über alles, wie das noch funktionieren kann, eine Rettungsschwimmer-Ausbildung zu machen. Sie hat dort Kontakt auch zu einem Kollegen von der Wasserwacht. Da wir das noch nicht mit ihm abgesprochen haben, können wir die Kontaktdaten hier noch nicht veröffentlichen. Ich habe versucht, telefonisch zu erreichen. Hat noch nicht geklappt. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und auch unabhängig davon gibt es auch Leute, die Rettungsschwimmer werden wollen und Rettungsschwimmer, die es sind und auch ihre Prüfung wieder nachmachen wollen. Und die treffen sich auch freitags. Das können wir hier kurz im Video sehen. Hallo Zuschauer von Borkheide News TV. Wir wollten uns mal kurz vorstellen, einige kennen uns ja schon, und wollten noch mal ein bisschen zeigen, was wir hier so freitagsabends treiben machen. Weil wir haben uns ein paar Leute zusammengefunden, die hier heimlich still und leise trainieren, um ihren Rettungsschwimmer zu verlängern, beziehungsweise den Rettungsschwimmer neu zu machen. Und dafür opfern wir unseren Freitag haben. Ich muss ehrlich sagen, es macht riesen Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie im Wasser dann noch mal weiter vorwärts komme oder schneller vorwärts komme. Aber das Training macht's. Und mit der Krippe ist auch ganz cool. Wenn jemand Lust und Laune hat und auch das Waldbad unterstützen möchte, das heißt ja immer, wir brauchen Rettungsschwimmer fürs Waldbad, ihr könnt euch gerne uns anschließen. Telefonnummer wird dann mit eingeblendet. So, und jetzt könnt ihr mal noch gucken, was unser schnellster Schwimmer eigentlich macht. Da ist er. Was macht der hier? Die Krampf im Fuß rausmachen. Die sind schwimmen. Die wollen schwimmen? Ja. Ja. Und üben fleißig. Und üben fleißig. Mhm. Drei sind Rettungsschwimmer, die wollen es bleiben. Der Enrico möchte es werden. Der kämpft auch ganz fleißig. Er hat mir gesagt, das ist ja nicht schlimm, dass Robert ihm immer wegschwimmt, hat er gesagt. Soll ich aber nicht sagen, glaube ich. Solltest du das nicht sagen? Ich glaube nicht. Nee, dann sagst du es lieber nicht. Aber ist auch egal. Sag nicht, dass Robert ihm immer wegschwimmt. Ganz wichtig ist, was auch der Enrico macht, nämlich machen. Ja. Ja, und darauf hinarbeiten. Und wenn es am Ende vielleicht doch nicht klappt, dann hat das aber wenigstens versucht. Mhm. Und ich denke mal, es gibt noch viele jüngere Leute auch hier im Ort, die durchaus das Zeug dafür haben, so eine Ausbildung zu machen. Mhm. Man darf aber noch mal die Preise sagen. Ein Junior-Rettungsschwimmer mit Rettungsschwimmer in Bronze kriegt 7 € als Beisitzer beim hauptamtlichen Rettungsschwimmer. Und die Rettungsschwimmer kriegen bei uns, wie letztens schon erwähnt, 12,50 € jetzt dieses Jahr die Stunde. Und die Einsatzzeiten haben sich am Tag auch reduziert. Wir machen nicht mehr 2 Schichten im Waldbad, sondern 1 Schicht von 11 bis 19 Uhr. So denn überhaupt was stattfindet? So es überhaupt stattfindet. Man kann ja natürlich so das komplette Sozialleben an die Wand fahren, immer mit der Begründung, dass ja die Leute alle krank werden. Ja. Immer weiter so. Dann haben wir fast gewonnen und dann ist richtig ruhig im Ort. Grau ist die Farbe der Woche. Das Wetter passt sich ja der allgemeinen Situation. Genau, so richtig noch weiter aufs Gemüt. Genau, wenn wir so auf die letzte Woche gucken hier, da sehen wir ziemlich in der Mitte diese vielen kleinen Pünktchen, die blauen Westwind. Warte mal, ich schieb dir das hier mal rüber, damit du das besser sehen kannst. Warte mal, guck mal, du musst ja hier, guck mal, Westwind. So. Westwind haben wir hier, guck mal, das sind die Pünktchen in der Mitte, 270 Grad, alles aus Westen. Aha. Und das ist natürlich im Winter ganz saumiserabel, weil dann kommt nur nasse, warme Luft. Mhm. Aus Richtung Atlantik und das bringt uns ja hier nicht weiter. Auch Chili ist der Meinung, so geht's nicht weiter. Wind hat man schön. Feuerwehr musste raus 2-mal wegen diverser Bäumchen, die es hier umgeweht hat. Mhm. Und auch Autobahn hat es auch Leute von der Straße gewedelt am Montag. Die hatten also wieder einige Einsätze. Ja, in der kommenden Woche wird es nicht anders. Außer, dass es in der Nacht wieder ein bisschen kälter wird, bis zu -2-3 Grad. Tagsüber erreichen wir die 6 Grad wieder und Richtung Donnerstag, Freitag auch vermehrt Niederschläge. Wo siehst du denn hier Minusgrade? Hast du recht, Lutz. Ich habe mich vollkommen vertan. Es geht natürlich nicht in die -2. Es bleibt bei 1 Grad plus, Matze. Mach du mal weiter. Ich glaub, ja, also es wird doch nicht ganz so kalt, wie Matze es gerne hätte. Wir bleiben im Plusbereich. Und Donnerstag gibt es noch mal ein bisschen Regen, aber die Sonne soll rauskommen, angeblich. Aber wenig. Angeblich. Wir warten mal ab. Jetzt ist die Brille noch schlimmer dreckig als vorher. Der Januar neigt sich dem Ende schon wieder rum. Ich hatte hier mal so einen Lappen, Matze.
Und hast du mit fünf Fingern? So, und Matze, dann hast du hier noch so ein Ding. Was ist das hier? Das ist das gleiche wie von eben, Richtung Wochenende. Ah, jetzt besser. Wird es mehr regnen. Bei Temperaturen oben, die am Ende fast noch nach oben rausgehen, Richtung 31.01. Also die Tendenz geht in beide Richtungen möglich, nach oben und nach unten. Also es ist sehr viel durcheinander noch, ein paar kleine Spitzen. Niederschläge mit Schnee, aber eigentlich. Ja, also gibt es nicht wirklich Schnee, ne? Und nein, Winter kommt. Nicht, das ist nicht in Sicht. Nicht solange wir den Westwind haben und nicht ordentlich hier sich die Tief- und Hochdruckgebiete so ansammeln, dass auch ein bisschen Kaltluft und feuchte Luft zusammenschaufeln, haben wir hier keinen Schnee. Gut, soweit so da. Jetzt haben wir uns mal ordentlich. Sag, hat ihr da noch mehr? Da ist nicht mehr. Letzte Woche schon 25 km/h windig. Ja, so, ich bin schon wieder joggen. Ich muss irgendwann den Kopf freikriegen, weil das ist nicht gerade förderlich für das Gemüt. Kriege ich ja eigentlich eine Meise mittlerweile hier. Jo. Und wundert mich auch nicht und bin halt auch nicht mehr bereit, solche Sachen zu akzeptieren. So. Gut, das war's. Ja. Also wie gesagt, gucken wir das nochmal eine Woche an. Mal gucken. Und was dann schauen wir mal, wie die Entscheidung dann ausgeht. Das war's für diesen Montag. War nicht so positiv, aber eine andere Möglichkeit sehen wir halt nicht. Wir können uns immer zurechtlügen, aber wir haben auch keine Lust mehr darauf. Das macht halt keinen Spaß mehr. Es ist nicht mehr so, wir haben keine Kontakte zu den Leuten mehr. Wir sehen uns wieder nächsten Montag. Matze und Lutze und tschüss.